Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Tech News. Und bevor wir loslegen, nicht abschalten. Ganz kleiner Hinweis nur, am Freitag starte ich meinen großen Never Ending Challenge Stream. Die meisten Leute auf dem Tech-Kanal werden den wahrscheinlich noch nicht kennen. Aber da geht es im Grunde genommen um ein bisschen Retro-Gaming, um Quatschen und so weiter. Das geht bis zum Sonntag tatsächlich dieses Mal und wird schon das 6. Mal wiederholt. Also schaut gerne mal auf twitch.tv/nerdovernews vorbei. Und jetzt legen wir los mit der News. Starten wir erstmal mit AMD und da gibt es ein paar neue Updates zu den neuen Ryzen-Prozessoren. Einmal die ohne X und die mit X3D. Und da gibt es verschiedenste Sachen zu berichten. Denn die ohne X kann man tatsächlich mit verschiedensten MSI-Boards, laut der Aussage von MSI zumindest, auf 170 Watt TDP hochprügeln. Also auf das Leistungsniveau bringen, wie es der 7900X war. Aber mit dem kleinen Unterschied, dadurch, dass sie ein bisschen kühler laufen, könnt ihr die tatsächlich nochmal mit mehr Geschwindigkeit betreiben. Müsst ihr halt nur selbstständig overclocken. Die haben nicht überhaupt keine Sperre drin, anders als die Intel-Prozessoren, die ohne K-Zusatz kommen. Aber, naja, wer es probieren will, ich würde ja immer noch den X kaufen und dann ist gut. Aber es gibt natürlich noch die X3D-Prozessoren und die sind auch sehr interessant. Die wurden ja ein bisschen weniger spezifiziert als die X-Prozessoren, unter anderem mit 120 statt 170 Watt TDP. Aber hier wird es wahnsinnig spannend, denn tatsächlich laufen die auch im Hot Peak ein bisschen langsamer. Mit 89 Grad Celsius statt 95 Grad Celsius. Das heißt, ab dem Punkt takten die eher runter, aber die laufen ja auch nicht ganz so hoch getaktet. Wahrscheinlich wird es kaum einen Unterschied machen, aber eine gute Kühlung sollte auch bei den Prozessoren auf jeden Fall da sein. Und während ich die News aufgenommen habe, sind natürlich auch die ersten Reviews jetzt rausgekommen. Und was soll man sagen? Die sind durchaus überraschend. Denn der 7900, 7700 und 7600 ohne X sind richtige Effizienzwunder. Die dürfen nämlich höchstens 88 Watt reale Stromaufnahme haben, leisten dabei aber nur 2% weniger bei Spielen und 8% weniger bei Anwendungen. Und das macht sich in den heutigen Zeiten durchaus bemerkbar. Zum Vergleich, ein 7900 mit X darf bis zu 230 Watt ziehen. Und da bin ich doch echt überrascht von, muss ich ehrlich gestehen, da hat man dann wahrscheinlich wieder, ähnlich wie bei den aktuellen Grafikkarten auf den letzten Prozent, alles an Strom rausgeholt, um dann am Ende 2% Leistung da zu ziehen. Also ich bin wirklich überrascht und momentan sollen die auch laut UVP bis zu $120 günstiger sein. Aber dazu muss man auch sagen, das werden wir sehen, weil der UVP der normalen X-Prozessoren ist ja schon massiv gesunken. Naja, mal schauen, was AMD uns noch so für Überraschungen bereithalten wird. Ihr könnt natürlich auch die Originalprozessoren dann runtersetzen mit der PPT, aber trotzdem überraschend. Man kann einen richtig effizienten Rechner tatsächlich mit einem 7900 ohne X bauen und einer 4070 Ti meinetwegen, die man dann auch noch ein bisschen undervoltet. Und man hat dann locker die Hälfte an Stromkosten gespart. Das ist schon Wahnsinn, muss man mal sagen. Ein kleines Statement von AMD gibt es allerdings auch noch zur aktuellen Radeon-Serie. Und ja, die widerspricht sich allerdings so ein bisschen. Denn AMD sagt, es ist nur eine Batch betroffen, also eine bestimmte Charge von den Grafikkarten. Wenn man sich allerdings den weltweiten Markt anguckt, dann sind das trotzdem irgendwie mehr gefühlt. Es kann natürlich sein, dass eine Charge 1000 Grafikkarten sind. Es kann allerdings auch sein, dass eine Charge 100.000 Grafikkarten sind. Angeblich sollten von der 7900 XT und XTX insgesamt 300.000 Grafikkarten weltweit ausgeliefert werden. Und laut den meisten Umfragen sagen 25% der Leute, mehr oder weniger, ihre Grafikkarte ist auch betroffen. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass ungefähr weltweit 100.000 Grafikkarten betroffen sein könnten. Werden wir mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Es ist ein absolutes Desaster von AMD und ja, auch die Treiber laufen momentan noch nicht rund. Und dann gibt es immer wieder so Kleinigkeiten im Marketing. Ich hoffe, sie finden wieder schnell auf den geraden Weg zurück, um wieder eine kräftige Konkurrenz für die beiden anderen Unternehmen zu sein. Starten wir doch einfach mal mit Intel und die machen einen interessanten Step, denn es soll endlich für die Intel Arc-Grafikkarten und für die On-Chip-Grafikchips für die Prozessoren quasi einen einheitlichen Grafiktreiber geben. Und das würde ich mal sehr feiern, denn dieses ganze Getrennte und so ist halt einfach so ein bisschen nervig, finde ich, meines Erachtens nach. Ein Treiberpaket und let's go for it!
Das zweite ist, der 13.900 ist jetzt verfügbar. Das heißt, der ohne K ist natürlich ein bisschen stromsparender, aber aktuell tatsächlich noch teurer als der 13.900K und KS. Ob es die paar Watt am Ende ausmachen, für denjenigen da am Ende noch mehr zu bezahlen, das wage ich zu bezweifeln. Hier muss Intel auf jeden Fall noch reagieren. Kommen wir mal in die Nvidia-Ecke und da gibt es auch einige Neuerungen. Nachdem ja AMD groß angekündigt hat, mehr AI in ihren Grafikprozessoren einzusetzen, will Nvidia nun nachlegen mit ihren Treibern. Die wollen nämlich nochmal richtig Power auf die Dinger geben mit den neuen Treibern, die jetzt demnächst kommen sollen. Wir werden mal schauen, wie das aussieht und was die verschiedensten Tests sagen. Außerdem gibt es noch Neuigkeiten zur AD104 GPU, die ist ja momentan auf der 4070 Ti verbaut und da sollen angeblich noch mit den abgespeckten Chips demnächst die 4070 und die 4060 Ti rauskommen. Was ist jetzt so neu daran? Naja, man hat ursprünglich gedacht, dass für die 4060 Ti nochmal ein kleinerer AD106 Chip kommt. Offensichtlich bleibt es aber erstmal bei dem 104er. Schauen wir mal, was da am Ende rumkommen wird. Wenn die RTX 4070 kommt, wird die in den Gerüchten mit 5888 CUDA-Kernen gehandelt und 12 GB GDDR6X RAM. Wenn die 4060 Ti kommt, dann sind immer noch 4352 CUDA-Kerne übrig. Und mal sehen, welche Leistungs- und Preisklasse wir dann so erreichen werden. Ich hoffe jedenfalls, dass sie unter 500 Euro liegt dann. Wenn ihr es allerdings ein bisschen individueller wollt, dann schaut euch doch gerne mal die Grafikkarten von Palette an. Die bieten nämlich jetzt 3D-Druckvorlagen für ihre Grafikkarten, die ihr individualisieren und austauschen könnt. Ist auf jeden Fall eine nette Idee, wenn man zum Beispiel einen Godzilla aus der Grafikkarte rausgucken haben will. Und zu guter Letzt gibt es noch einen MSI-Tweet, der mich doch sehr gewundert hat. Denn tatsächlich empfiehlt MSI die 4070 Ti wegen dem Preis-Leistungs-Verhältnis und das in einem ziemlich offensiven Tweet. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe ja, dass die 4080 bald günstiger wird, denn die AMD-Grafikkarten, die bewegen sich schon auf dem Weg nach unten, während Nvidia einfach festhält, eiskalt an den Preisen. Und auch dieses Mal gibt es nochmal eine letzte Übersicht der CES 2023. Unter anderem gibt es natürlich wieder einen Haufen neue OLED-Fernseher, die nochmal heller sein sollen als schon die OLED-EX-Panels aus diesem Jahr. Angeblich bis zu 70% als ein Standard-OLED-Panel. OLED-EX-Panels sind 30% heller. Außerdem gibt es von Displays TV einen TV, der komplett ohne Kabel läuft. Nein, nicht mal ein Stromkabel braucht ihr und er wird mit Saugnäpfen an der Scheibe befestigt. Da wird mir ein bisschen mulmig dabei, aber es gibt ja auch durchaus Saugnäpfe, die sich richtig festziehen können. Das wird sicherlich nicht mit den Hello Kitty 1-Euro Saugnäpfen sein. Aber das Ding kommt auch mit 4 Akku-Packs daher, um den so betreiben zu können. Sicherlich nichts für den normalen User, eher was für eine Messe, wo man schnell mal einen Fernseher aufhängt oder ähnliches, um dann nicht die ganzen Kabel ziehen zu müssen. Dafür ganz, ganz praktisch sein. Mal sehen, wie lange so ein Ding durchhält. Außerdem bietet Rocket jetzt ganz groß im Stil von der 2230 NVMe SSD einige neue Modelle an. Und das ist ganz praktisch, zum Beispiel wie Geräte dem Steam Deck oder der Xbox Series X, wenn die nicht kodiert werden. Aber wer weiß, ob man das nicht irgendwann aufheben kann. Razer Kiyo Pro bietet denselben Sensor wie zum Beispiel Elgato an und damit eine Webcam für 350 Euro. Und die soll gar nicht mal so übel sein, aber kommt immer noch nicht an einem Setup wie mit einer richtigen Kamera und einem Cam-Stick ran, meines Erachtens nach. Sollte man doch eher mal nach einer gebrauchten Alpha 5100 gucken und einem Cam-Link oder ähnliches. Ich glaube, da kommt man auf denselben Preis. So, auch der Abschied kommt aus dem Schnitt, denn tatsächlich ist mein Programm abgekackt. Aber das passiert halt nun mal und ich will mich ganz lieb bei euch bedanken. Schön, dass ihr bis hierher geguckt habt. Lasst gerne den Daumen nach oben da und ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.